Im Endeffekt gibt es keine ungesunden und gesunden Lebensmittel. Genauer betrachtet sprechen wir von gesunden und ungesunden Ernährungsweisen. Das heißt, nicht ein einzelnes Lebensmittel oder eine Komponente entscheidet darüber, ob du dich gesund oder ungesund ernährst, sondern die Komposition von den einzelnen Lebensmitteln und wie oft sie zum Einsatz kommen, entscheidet darüber, ob wir von einer gesunden oder einer ungesunden Ernährungsweise sprechen. Heute möchte ich euch deswegen ein vollwertig ausgewogenes Mittagessen zeigen, bei dem auch mal eine Komponente dabei sein kann, die jetzt eher in die Kategorie ungesund fällt, aber als Komposition im Ganzen trotzdem keine negativen Auswirkungen auf den Effekt hat, den ich mit einer Mahlzeit oder mit meiner Art der Ernährung erreichen möchte. Ich bin der Ken, Plant-Based Ernährungsberater, und was wir hier eigentlich auf meinem Kanal hauptsächlich erreichen wollen, ist es, so lange wie möglich satt zu bleiben, ohne Heißhungerattacken und dabei, und das ist ganz wichtig, sich vollwertig und ausgewogen zu ernähren, um alle wichtigen Mikro- und Makronährstoffe abzudecken. Wenn euch das interessiert, der Red Button da unten ist keine Zierde, den kann man drücken, da passiert nichts Schlimmes, und jetzt viel Spaß beim Video. Erste Amtshandlung ist einmal Süßkartoffel schälen, 300 Gramm und in kleine Würfel schneiden. Und die Süßkartoffel ist wirklich unglaublich wichtig für Menschen, die vor allem an Diabetes Typ 2 leiden, weil der Stoff Kajab, und das wissen die wenigsten, den Blutzucker beeindruckend regulieren kann. Die schon länger dabei sind, wissen mittlerweile, welcher großer Fan ich von Süßkartoffeln bin und wirklich empfehle, sie so oft wie möglich zu essen. Und die wandert dann für 30 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Ofen. Kommen wir zur ersten Beilage heute, ein Püree. Und warum das so grün ist, das könnte am Brokkoli liegen, der ist nämlich vollgestopft mit Chlorophyll. Und das ist ein Pflanzenfarbstoff, der eine stark antioxidative Wirkung, vor allem in Bezug auf die gefährlichen Aflatoxine hat. Und das sind so kanzerogene Schimmelpilze, oft in Nüssen vorkommend, saumäßig toxisch, und die werden vom Chlorophyll gebunden. Und dadurch wird deren Giftigkeit eben stark reduziert. Zwar hat der Brokkoli auch jede Menge Vitamin C, aber da wir den heute blanchieren, fallen die 94 Milligramm auf 100 Gramm nicht so stark ins Gewicht. Außerdem ist er beim Calcium, Eisen und Vitamin K ganz vorn mit dabei. Vor allem das Vitamin K spielt da ganz wesentliche Rolle, auch in Kombination mit Vitamin D, und ist essentiell fürs Immunsystem und am Knochenstoffwechsel. Wenn euch das Thema Vitamin D mehr interessiert, ihr mehr über die Unter- und Überdosierung und deren Folgen erfahren wollt, könnt ihr euch gerne das Video da oben rechts anschauen, da erzähle ich relativ ausführlich, was ihr über Vitamin D wissen müsst. Der Brokkoli wird nicht gekocht, sondern bei 80-90 Grad im Salzwasser erhitzt und dann abgeschüttet. Und während der Brokkoli im Wasser ein bisschen geschwommen ist, ihr könnt natürlich auch dämpfen, wenn ihr wollt, das ist überhaupt kein Problem, habe ich eine Zwiebel klein geschnitten, wie klein genau entscheidet ihr selber, einen Esslöffel Olivenöl dazu, und dann wartet ihr bei mittlerer Hitze, bis die ein bisschen Farbe bekommen. Und es dürfen zwei Knoblauchzehen dazu oder vier, acht wäre ein bisschen viel. Und wenn der dann gescheit duftet, hauen wir 200 Gramm TK-Erbsen dazu, die bringen nochmal zusätzlich schön Ballaststoffe und ein bisschen Eiweiß ins Püree. Und wer mehr Eiweiß drin haben möchte, der kann auch gerne Edamame verwenden, das sind junge Sojabohnen. Kurz ein bisschen mitbraten, gesalzen wird mit einem Esslöffel hellem Miso. Ich habe hier Kichererbsen Miso und abgelöscht damit 8 Cl Kokosmilch und 100 ml Gemüsebrühe. Solltet ihr kein Miso haben, könnt ihr gerne auch einfach nur Salz und Pfeffer verwenden. In der Videobeschreibung findet ihr aber ein paar richtig gute Miso-Sorten. Während wir die Flüssigkeit noch 5-6 Minuten reduzieren, schneiden wir noch eine Handvoll Minze klein. Und bei meiner Idee der vollwertigen Ernährung geht es immer auch darum, dass wir versuchen, die Gerichte so klug wie möglich zusammenzustellen. Und das heißt, wir kombinieren Kreuzblütler mit Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Wurzelgemüse, Eiweißkomponenten, Nüsse und Samen und so weiter und so fort, so dass wir am Ende so gut mit Nährstoffen versorgt sind, dass wir eben sehr, sehr lange davon zehren können, lange satt bleiben, ohne total platt und vollgefressen zu sein. Das heißt jetzt nicht automatisch, dass ihr jedes Gericht so aufwendig kochen müsst. Keine Angst, im Endeffekt zeigt euch dieses Gericht bloß, was möglich ist und wie man einzelne wichtige Komponenten von einer vollwertig ausgewogenen Mahlzeit miteinander kombinieren kann. Denn das Prinzip ändert sich im Endeffekt nicht. Die Grundzutaten bleiben gleich, und wenn ihr weitere Inspirationen braucht, wie man mit den wichtigsten Lebensmitteln, mit den wichtigsten Komponenten kochen kann, schaut euch gerne dieses Video an, da gehe ich auch nochmal explizit auf die 5 gesündesten Lebensmittel ein und wie man damit einfach leckere, gesunde Gerichte kochen kann. Und weil wir gerade beim Thema Zeit waren, ich weiß, Zeit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wie schaut es denn mit eurer Zeit aus? Wie viel Zeit habt ihr eigentlich unter der Woche, ich glaube, das ist das Wichtigste für die meisten Leute, unter der Woche Zeit zu kochen,
Maximalzeit zu kochen? Welche Komponenten verwendet ihr? Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Und anhand des Feedbacks können wir mal schauen, wie die nächsten Videos zum Thema schnell und gesund kochen ausschauen. Zum Brokkoli und den Erbsen kommt jetzt noch die frische Minze und dann dürft ihr mit dem Zauberstab ran. Ich persönlich mag schon, wenn es noch ein bisschen grob ist, aber meine Tochter nicht. Und deswegen hauen wir das Ganze in den Mixer und dann bekommt ihr ein super cremiges Püree. Und wenn ihr den Anteil Gemüsebrühe mit ein bisschen Kokosmilch oder Hafersahne ersetzt, dann wird es eben noch einmal ein bisschen cremiger. Zweite Beilage für unser Sonntags-Ich-bekomme-Gäste-Gericht wird ein fruchtiger Mangosalat mit Kohl- und Erdnusssoße. Und deswegen nehmen wir uns einen Daumen Ingwer, weil es ja klar ist, und schmeißen den Teelöffel dahin, wo nichts kaputt geht, geschältet mit dem Gemüseschäler, weil das ja klar ist. Dann könnt ihr ihn reiben oder mit dem scharfen Messer as fine as possible schneiden. Das ist mir wurscht. Prise Salz dazu und den Saft einer Limette. Und wenn ihr die vorher gescheit fest rollt, presst sich's leichter. Und wenn ich gewusst hätte, dass die Zitrone keine Kerndal hat, dann hätte ich mein Sieb nicht schmutzig gemacht. Ein bisschen vermischen und auf die Seite stellen. Same procedure as every video, Zwiebel kleinschneiden, Zwiebel in Pfanne, Öl zu Zwiebel, leichte Hitze einstellen. Wir wollen die Zwiebel langsam braten und dann Weißkohl zur Hand nehmen. Wir haben zwar schon einen Kreuzblütler in Form des Brokkolis am Start, aber da der blanchiert wurde, ist die Myrosinase relativ im Eimer. Dieses Enzym braucht man allerdings, um an die Senföle ranzukommen. Diese sind nämlich nicht hitzeempfindlich und wenn wir jetzt die Myrosinase vom Weißkohl an den Brokkoli bringen, dann haut uns das Sulforaphan von beiden Kreuzblütlern gleich doppelt die antioxidative Wirkung um die Ohren. Bisschen Beta-Carotin wollen wir auch noch haben. Haben wir zwar ebenfalls im Brokkoli, ihr merkt schon, der Brokkoli ist schon so ein kleiner Superhero, aber Karotten bringen mit den löslichen und unlöslichen Ballaststoffen halt zusätzlich nochmal eine ganz tolle Sattmacherkomponente ins Spiel. Der eigentliche Trick, um wirklich, wirklich lange satt zu bleiben, sind die Ballaststoffe. Die im Moment gängigen Empfehlungen liegen bei 30 Gramm am Tag, was aktuell 75% der Frauen und 68% der Männer laut Verzehrstudie 2 nicht schaffen. Und wenn es nach mir geht, dann gern ein bisschen mehr als 30 Gramm Ballaststoffe am Tag. Um die 40 wäre ich ganz glücklich. Probiert es einmal. Hilft. Und jeder, der mal schon länger in Asien war, wird die Kombination Kohl- oder Wurzelgemüse mit Früchten wie Ananas oder Mango kennen. Und weil wir das hier nicht so gut kennen, machen wir das halt einfach, weil das ja klar ist. Dazu schneiden wir uns einfach ein Mango so, wie wir sie haben wollen. Ich mag sie gern halbiert und dann in dünne Scheiben geschnitten. Die Zwiebeln schauen mittlerweile so aus, was super ist, weil dann können wir 2 Knoblauchzehen dazu reiben oder 4, 8 wäre ein bisschen viel. Wir vermischen dann 2 Esslöffel crunchy Erdnussmus, schneiden uns eine Handvoll Zitronenbasilikum und Koriander jeweils klein und vermischen dann Erdnussmus mit Zitrusingwer und den Kräutern gescheit miteinander in eure Salatschüssel, wird dann angerichtet zusammen mit einer Handvoll salzigen Erdnüssen und ihr bekommt einen herrlich fruchtigen, ballaststoffreichen Salat, der mal ein bisschen anders schmeckt. Richtig gutes Zeug, richtig gut. Nach 2 Beilagen braucht man noch was Handfestes, also machen wir was Handfestes. Die Süßkartoffeln schauen nach einer halben Stunde ungefähr so aus, schön weich und ein paar Röstaromen. Wenn ihr zufällig eine Pfanne habt, dann könnt ihr da gerne eine Zwiebel reinhauen. Ich empfehle sie kleingeschnitten, aber was weiß ich schon. Wenn die glasig sind, gesellen sich 4 Knoblauchzehen dazu oder 8, 2 werden hier ein bisschen wenig, kurz mitbraten, 1 Teelöffel Schwarzkümmel dazu und ebenfalls mitrösten. 1 Esslöffel Tomatenmark für die Umami-Komponente, apropos Umami, ein gehäufter Teelöffel dunkles Miso für die Umami-Komponente. Wer in seinem Leben noch nie Tomatenmark und Miso angebraten hat, wird jetzt eine kleine Offenbarung erleben. Miso ist halt einfach ein Gamechanger. Die Röstaromen löscht ihr dann mit ein bisschen Wasser von der Pfanne und dann kommt die Süßkartoffel zusammen mit 200 Gramm gekochten Grünkern in der Pfanne. Einfach 100 Gramm Grünkerne in 400 ml Wasser kochen. Grünkerne ist sehr dominant. Wer das nicht mag, nimmt einfach Dinkel. Der schmeckt etwas dezenter, ist aber nicht weniger nährstoffreich. 230 Gramm Kidneybohnen, unsere Umami-Paste, 1 Teelöffel Rauchpaprika, 1 Esslöffel Vollkorn Dinkelmehl und 2 Esslöffel Semmelbrösel. Und das Ganze mixt ihr dann mit einem Pürierstab. Aber nicht zu fein, soll dann später schon noch ein gutes Mundgefühl haben. Da bekommt ihr in der Regel 5 Patties raus, was für 4 Personen mehr als genug ist. Ich habe ungefähr 1,5 Patties verdrückt mit dem Salat und dem Püree, war ich mehr als 6 Stunden bedient. Was ein ziemlich guter Zeitraum ist, den man anpeilen sollte vom Sättigungsgefühl her.
Aber das Gericht war jetzt nicht so unaufwendig, vor allem wenn man die Patties mit dazu nimmt. Und weil es einfach auch mal schneller gehen muss, kann man auch gerne mal fertige Patties nehmen, solange heute kein Schmarrn drin ist. Ich habe für mich damals die Patties von Bunte Burger für mich entdeckt. Die habe ich in einem Video für euch mal unter die Lupe genommen, bei der leckersten Idee Deutschlands. Das Video dazu poppt gerade auf und da ist echt kein Schnickschnack drin. Cleane, gute Zutaten und schmecken tun sie auch noch gut. Wenn wir also unsere Patties haben, mischen wir 100 Gramm Weißmehl mit 30 Gramm Maisstärke und 200 Milliliter Wasser und das verrührt sie einfach klumpfrei. Dazu braucht man noch Semmelbrösel und Mehl. Das dürft ihr dann in Reihe stellen, Patty in Mehl, Patty in Teig, Patty in Brösel, Patty wieder in Teig, Patty wieder in Brösel, Monster Patty in Pfanne mit Öl und wem das zu viel Panade ist, der lässt eine Runde Teig und Brösel weg. Und genau das ist jetzt der Punkt. Auf den ersten Blick scheint der Patty jetzt ungesund, was natürlich Quatsch ist, weil das bisschen Mehl und Semmelbrösel auf das Komplettgericht das Kraut einfach nicht fett macht. Wenn ich mir natürlich jeden Tag drei von diesen riesen Patties reinpfeife, ohne nichts anderes, dann sprechen wir nicht mehr von gesund und ausgewogen. Schon klar. Aber dieser Patty in Kombination mit den anderen Komponenten eben sorgt einfach für ein extrem zufriedenstellendes Geschmackserlebnis in Kombination mit einem vollwertig ausgewogenen Gericht. Und ganz wichtig, diese knusprige Panade, die triggert mein Hirn. Boah, geiler Scheiß einfach. Das heißt, das Essen macht mir Spaß und im Endeffekt ist bis auf die Panade ja nur gesundes Zeug drin. Und durch dieses Zufriedenheitsgefühl in Kombination mit den anderen Beilagen schaffe ich es, satt und glücklich zu sein. Das heißt, ich bin wirklich zufrieden und habe keine Bedürfnisse mehr nach irgendwelchen anderen salzigen, fettigen, süßen Sachen, sondern ich bin bedient, lange satt und zufrieden. Und darum geht es im Endeffekt bei einer ausgewogenen und gesunden Ernährung. Das Hirn muss mitmachen. Wenn das Hirn nicht mitmacht und immer wieder die Suche entsteht, wo bekomme ich jetzt was Salziges, was Fettiges oder was anderes Ungesundes her, dann wird es schwierig. Aber wenn wir es schaffen, unser Hirn zufriedenzustellen, unsere kompletten Geschmacksknospen zufriedenzustellen, dann macht so eine kleine ungesunde Komponente in der Kombination mit den anderen Beilagen einfach nur Spaß. Und eins müsst ihr euch einfach merken, wer keinen Hunger hat, der muss nichts essen und wer nichts isst, nimmt nicht unnötige, zu viele Kalorien zu sich. Das ist relativ easy und das muss man einfach irgendwann mal für sich entdecken. Keinen Hunger, nichts essen. Zufriedenheit, satt sein, glücklich sein. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Gericht ein bisschen inspirieren. Lecker Brokkoli-Püree mit knackigem Mangosalat und knusprigen Bohnenpatties. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr von diesem Gericht haltet, ob ihr es nachmachen werdet. Wir sehen uns nächste Woche. Bleibt gesund und haut's rein.